Nach einer kurzen Schaffenspause hier auf dem YouTube-Kanal melde ich mich mal wieder zurück. Hallo, ich bin der Rainer. Wobei diese Schaffenspause betrifft eigentlich nur das Filmen hier für YouTube. Ansonsten habe ich eigentlich recht viel geschafft. Ich habe es halt nur nicht gefilmt. Zum einen war es nichts für die Katz, was ich gebastelt habe, denn auch meine Frau hat eine Projektliste. Und auf der steht seit 5 Jahren, dass sie gerne ein Dach über unsere Terrasse hat, damit wir auch im Schatten sitzen können dort, beziehungsweise auch im Regen den Garten genießen können. Das habe ich in der Zwischenzeit fertiggestellt. Zum anderen, das, was ich für Katzen gebastelt habe, das sind alles Wiederholungen. Denn die Elemente, die ich gebaut habe, die gibt es schon auf dem Kanal, hier unten drunter. Ich verlinke euch einen Teil davon. Und deswegen habe ich das Ganze nicht gefilmt, denn ich wollte euch ja mit Wiederholungen nicht langweilen. Denn diese Elemente, die ich gebaut habe, die werden alle gebraucht im Tierheim in Ökofen. Und einige haben schon gefragt, wie sieht es denn da aus, was habt ihr denn geschafft? Ich zeige euch mal einen kurzen Zwischenbericht. Weil ihr ja alle so neugierig seid, will ich euch mal über den aktuellen Stand der Dinge im Tierheim in Ökofen informieren. Also, samstags, immer dann, wenn es die Zeit oder aber auch die Temperaturen zulassen, mache ich mich auf den Weg nach Ökofen ins Tierheim. Die 180 Quadratmeter im ersten Obergeschoss des alten Bahnhofsgebäudes, aufgeteilt in 7 Räumen, stehen den Katzen zur Verfügung. Quarantänefälle, Kitten oder Katzenmamas mit ihren Würfen werden hier versorgt und betreut. Im aktuellen Projekt geht es jetzt darum, diese Zimmer katzengerechter einzurichten, sodass sie was zum Kratzen, Chillen und Springen haben. Unterstützt werde ich bei diesem Projekt von der Susa, dem Sven, soweit es ihre Freizeit zulässt, und ab und zu kommt auch die Sanne vorbei. Der erste Vorsitzende des Tierschutzvereins, der Benjamin Pasternak, hat uns im Vorfeld gewarnt. Die Wände in diesem alten Gebäude sind alles andere als geeignet, um dort einen Catwalk anzubringen. Er sollte Recht behalten. Wie man diesem Problem begegnet, habe ich ja schon mal in einem früheren Video bei mir zu Hause gezeigt. Also, vor der Wand haben wir an beliebiger Stelle Latten angebracht, weil da ist die Position der Bohrlöcher egal. Und auf diesen Latten haben wir USB-Platten geschraubt. Dadurch wird es möglich, Catwalk-Elemente an beliebiger Stelle anzubringen und nicht nur da, wo es die Wand zulässt. Damit wir den ganzen Raum auch nutzen konnten, haben wir auch noch oberhalb des Fensters einen kleinen Steg angebracht, sodass der Catwalk keine Einbahnstraße wird, sondern die Katzen dann einmal rings ums Zimmer laufen können. Nachdem die Wände so vorbereitet wurden, ging es jetzt darum, Catwalk-Elemente zu basteln. Entsprechende Videos findet ihr auf dem Kanal. Diese habe ich halt zwischendurch gebaut. Viele mit Sisal, damit die Krallen was zum Arbeiten haben. Und die haben wir dann entsprechend an die Wand verteilt, um den Katzen wirklich dann einen Rundlauf zu ermöglichen. Also an 2 Stellen geht es rauf oder runter. Dann können die Katzen einmal rings um das Zimmer laufen, entweder kratzen oder auf den runden Elementen kann man sich ausruhen. Zum guten Schluss haben wir noch die Quarantäneboxen mit einem kleinen Steg mit der Catwall verbunden. Und diesen Steg bzw. auch den Steg oberhalb des Fensters haben wir beklebt mit Sisalteppich speziell für Katzen. Jetzt fehlen nur noch Abschlussleisten und dann können die ersten Katzen einziehen. Für alles, was im Tierheim an- und verbaut wurde, gibt es eigentlich schon eine Anleitung hier auf dem Kanal. So oder so ähnlich habe ich ja schon mal gebaut. Und hier unten drunter könnt ihr ja mal stöbern, wenn euch das interessiert, wie das ein oder andere gebaut wurde. Bis auf dieses Kratzbrett, was ihr zum Schluss gesehen habt. Und wie ich so ein Kratzbrett, was macht, Kratzbrett baue, dabei könnt ihr mir jetzt über die Schulter schauen, denn ich brauche noch eins. Und dafür verwende ich halt dieses spezielle Sisal-Teppich. Verlinke ich euch auch unten. Und eine ganz normale USB-Platte, die habe ich noch übrig. Das ist hier 18 mm. Es muss nicht unbedingt 18 mm sein. 15 oder 12 tut es auch.
Aber wie gesagt, ich habe nur mal 18 mm übrig. Damit ich bei diesem Kratzbrett auf die gewünschten Maße von 30 cm breit, 90 cm hoch komme, müssen wir halt diese USB-Platte erstmal so ein bisschen zurechtsägen. So, fertig gesägt. Diese USB-Platten haben die Eigenschaft, sehr stark zu splittern. Deswegen kann man die eigentlich nur mit Handschuhen bearbeiten. Oder aber man entgratet die Kanten mit Schmirgelpapier. Dann sind die nicht mehr so scharfkantig und auch die kleinen Spreisel, die jetzt hier ausstehen, kann man dazu sehen. So, hier, da. Die bleiben dann in den Fingern immer hängen. Die müssen weg. So, die Teile sind zugesägt. 90 x 30 in etwa. Die sind 90 x 5. Und die sind 32 x 5. So, was machen wir jetzt damit? Jetzt bauen wir einen Kasten. Und zwar so. Und das kommt da oben dran. Und das schrauben wir jetzt zusammen. Übrigens, wenn ihr keine Säge habt zum Sägen oder so, die USB-Platten gibt es im Baumarkt. Und da ist auch meistens ein Mann an der Säge. Da könnt ihr euch die Dinger genauso zusägen lassen, wie ihr sie braucht. So, und ich zeichne mir jetzt an, wo hier Löcher rein können. Ja, einfach hier so ein Strich drauf und jetzt kann ich genau da Löcher reinbohren. Position ist egal. Hat ja eigentlich auch nichts zu halten. Oder doch, ein bisschen. Damit sich die Schraubenköpfe dann auch hier nachher ins Holz einziehen, senke ich die Löcher noch. Senken macht man mit so einem Senker. So ist er deutlich. Dann sehen die Löcher so aus. Damit verschwinden dann die Köpfe von den Schrauben ins Holz und stehen nicht vor. Also eigentlich haben die ja nicht viel zu halten, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, darum leime ich die trotzdem. Also ein bisschen Leim dran. Die grüne Unterlage hier, das ist ein Trittschall von irgendwelchen Laminatböden oder was. Die lege ich jetzt nur darunter, damit ich die Werkwand nicht versauere mit dem Leim. Ja, ein bisschen Leim dran. Schrauben. Nehmen wir den. Voilà! Fertig ist unsere Kiste. Hier unten könnte ich jetzt auch eine Leiste dran machen, aber die spare ich mir, die brauchen wir nicht. Bei der Gelegenheit möchte ich noch ein kontrovers diskutiertes Thema ansprechen.
nämlich bei der Verwendung von Sisalseil oder Sisalteppich, sind wir das Thema unter den Bastelkollegen, wie mache ich das Ganze fest? Manche kommen auf die Idee, mit Heißklebepistolen zu arbeiten, die verbrennen sich die Finger. Andere machen sich ganz einfach und schrauben oder nageln bzw. tackern diese Materialien fest. Dabei habe ich halt die Problematik vor Augen, dass dieses Sisalseil oder Sisalteppich relativ weich ist. Die Krallen können sich hier wirklich tief eingraben, um dann mit den Krallen halt entsprechend zu arbeiten. Nur wenn hier so eine Tackernadel oder eine Schraube drin ist und so eine Kralle kommt genau zwischen der Tackernadel und dem Sisalseil, dann hängt die Kralle fest. Und wenn die Katze da mit ihrem vollen Körpergewicht dranhängt und festhängt und nicht mehr rauskommt und senkrecht in der Wand hängt, nö, das möchte ich unseren Katzen nicht antun. Darum, wenn ich Sisalseil verwende oder Teppich anklebe oder Teppich festmache, niemals mit Tackernadeln und niemals mit Schrauben, die noch irgendwo vorstehen, wo die Krallen reinkommen können. Also entweder werden die Schrauben oder Tackernadeln abgedeckt oder wie gesagt, ich verwende die erst gar nicht. Um jetzt dieses Kratzbrett, wenn da hinterher der Teppich, der wird geklebt, drauf kommt, um dieses Kratzbrett halt an die Wand anzubringen, verwende ich wieder das bewährte French Cleat System. Das heißt, das kommt an das Kratzbrett, das kommt an die Wand und das Ganze verbindet sich dann so durch das Gewicht und kann eigentlich nicht mehr weg. Könnt ihr das sehen? So, das ist hier um 45 Grad abgeschrägt. Ja, hier ist das Brett. Ich mache das mal und dann könnt ihr sehen, wie das Ganze funktioniert. Also, wie gesagt, ich habe hier zwei Multiplex-Stücke, jeweils mit 45 Grad abgeschrägt. Und eins davon schraube ich jetzt hier an diese Platte. Dazu habe ich hier so Abstandshalter, die lege ich hier hin. Und dann schließt dieses Brett genau hier mit dieser Kante ab. Also wieder Leim dran. Anlegen. Wie gesagt, schließt genau mit der Kante hier ab. Und mit Schrauben festziehen. So, wie kriegen wir jetzt den Teppich da drauf? Wie gesagt, dieser Teppich ist das spezielle Sisalteppich für Katzen. Wie gesagt, den Link dazu verlinke ich euch da unten. Der auf der Rückseite ist der gummiert. Und OSB und dieses gummierte Teppich lässt sich wunderbar kleben mit diesem Patex Teppichkleber. Auch den verlinke ich euch unten. Und den bringe ich hier auf mit einem Zahnspachtel. Und zwar zuerst vollflächig nur hier oben drauf. Wichtig dabei natürlich, dass der Teppich breiter ist wie die Fläche plus diese 5 cm am Rand. So, jetzt legen wir den auf. Ich habe hier noch so ein Stück Rundholz. Damit presse ich den hier drauf. Den lassen wir jetzt erstmal trocknen.
Denn wenn ich jetzt die Ränder hier umklappen würde, dann würden die sich biegen. Also lassen wir den erstmal so antrocknen, dann habe ich hinterher leichtes Spiel. So, über Nacht ist der Leim jetzt wohl getrocknet. Und hält auch da, wo er halten soll. Er hat nämlich jetzt den Vorteil, dass die Ränder wirklich, ne, dass ich jetzt ganz knapp umknicken kann. Wirklich knicken und nicht falten. So, was wir jetzt noch machen müssen, ist halt hier diese Ecken abschneiden, damit wir das Ganze dann noch wie so ein Karton falten können. Lege ich hier einfach das Lineal an und schneide einmal so. Oh. Fast geschnitten. Und einmal so diese Ecke weg. Hier auch. Einmal so. Kann man sehen? Ja, ne? Und dann kann ich nämlich den Teppich so hier rumfalten. Bringen wir wieder Leim auf die USB-Platte. So, und dann können wir den Teppich hier einfach umlegen, damit er hier auch richtig fest dran steht. Machen wir das mit der Leiste. Und eine Schraubzwinge. Damit drückt man den jetzt richtig fest hier dran. Das ist jetzt wieder so ein Beispiel für ein Handwerker-Sprichwort. Zwingen kann man nie genug haben. So, fertig. Auch jetzt können wir wieder warten, bis das der Leim halt hier hält. Und dadurch, dass wir vorher die untere Seite fest angeklebt haben, kriegen wir hier unten an der Ecke wirklich eine scharfe Kante und nicht so eine halbrunden Radius, sondern wirklich eine scharfe Kante. Jetzt höre ich schon wieder, Mensch, so viele Zwingen, wer hat schon so viele Zwingen im Keller? Braucht ihr auch nicht. Ihr könnt auch diese Leisten einfach anschrauben, wenn ihr hinterher die Schrauben wieder ausmacht. Also es geht auch mit ganz normalen Schrauben, ne? Leisten einfach, Schraube durch, hier in die USB-Platte geschraubt. Muss halt dafür sorgen, dass der Teppich fest angedrückt wird. So, das haben wir jetzt gemacht. Das können wir wieder warten, bis ja, der Leim gepackt hat. Also, bis gleich. 4 Stunden später. Der Leim müsste jetzt hart sein. Also können wir die Zwingen entfernen. Ich räume das mal eben hier weg. So, die Leisten wieder weg. Jetzt steht hier natürlich so Teppich über. Den schneiden wir jetzt ab. Ein Teppichmesser.
schönes scharfes Teppichmesser. Und schon haben wir ein Katzbrett, an dem keine Schraube oder Nagel oder Tackerklammer sich die Katzen verletzen können. Wir haben ein dreidimensionales Brett, das heißt, die Katzen können auch hier um die Ecke greifen. So sieht's aus. So, zum Schluss von diesem Video zeige ich euch noch gerne, wie man ohne Schrauben ganz simpel und einfach dieses Kratzbrett an die Wand anbringt. Ja, okay, ist fürs Tierheim, aber nur um euch zu zeigen, habe ich hier probeweise diese Leiste angebracht, diese Keilleiste. Die andere Seite von der Keilleiste ist ja hier hinten an der Rückseite von dieser Kratzwand. Und die stelle ich jetzt einfach so hier rein. Und schon hält dieses Kratzbrett, ohne dass ich von außen irgendeine Schraube eingebracht habe. Ne, Charlie? Jawohl, hier kannst du jetzt kratzen. Damit bin ich dann auch am Ende von diesem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es im Tierheim weitergeht, ja, dann abonniert doch einfach den Kanal. Da gibt es unten so ein Knöpfchen, abonnieren. Und dann werdet ihr informiert, wenn das nächste Video oder die nächste Story vom Tierheim halt rauskommt. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Tschö, sagt der Rainer. Bis zum nächsten Video.